Weiter geht's mit Endzone und wir waren dabei, unsere Forschung. Es ist gleich 23 Uhr. Ja, ach, das kriegen wir schon hin, oder? Halbe Stunde mache ich noch. So, und wir gucken uns erstmal die Forschung an. Die ist auf jeden Fall spannend. Die versteckt sich jetzt hier hinten. Der Button ist jetzt neu. Den habe ich tatsächlich in der Version 077 nicht gehabt. Auch mit dem Forschungsgebäude nicht. Und apropos Forschungsgebäude, wir speichern natürlich erstmal ab. Sicher ist sicher. Habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Da könnt ihr mal sehen, wie stabil dieses Spiel läuft. Und ja, wir gucken mal in die Forschung. Was ihr jetzt macht, ihr generiert diese Forschungspunkte, diese Wissenspunkte hier oben mit den fünf Leuten, die jetzt hier drin sind. Und diese Wissenspunkte könnt ihr dann hier ausgeben. Und ja, ist im Prinzip relativ einfach. Forscher sammeln diese Wissenspunkte. Zwei Saisons haben wir was. Und wir sehen es hier unten, Forschungsutensilien können wir irgendwann auf Expedition finden. In der ersten Stufe hier unten brauchen wir 0. Das heißt, da seht ihr dann auch wieder so diesen Zusammenhang. Ja? Ihr müsst irgendwann für diese Sachen, die hier unten kommen, müsst ihr Leute losschicken. Die müssen dann Utensilien finden. Und so schließt sich auch der Kreislauf, was ihr da mit dieser ganzen Karte machen könnt. Und wir sollten tatsächlich. Herumlungerverbot. Verbietet Siedlern ihre Zuversicht durch Besuch anderer Gebäude. Okay. Ja, okay. Was ich auf jeden Fall erstmal machen möchte, ist eigentlich auch nicht Logistik, sondern die Elektrizität. Und da können wir hier oben die Elektronik erforschen und danach in Richtung der Windkraft gehen. Und dazu brauchen wir Elektrizität. Wir können auch eine Wetterstation bauen. Regelt, ab welcher Regenkontaminationsstufe Felder und Regenspeicher abgedeckt werden. Zusätzlich liefert sie eine Vorhersage der Regenkontamination. Das haben wir ganz am Anfang vielleicht mal ein bisschen gesehen. Grundsätzlich gibt es ja, so war es ja früher auch bei uns, sauren Regen. Und je kontaminierter der Regen ist, desto schlimmer ist das natürlich. Also saurer Regen hat nicht nichts mit der oder nicht direkt was damit zu tun. Aber daher kennt man es vielleicht. Und ist der Regen kontaminiert, könnt dann eigentlich nicht nutzen. Und deswegen, dazu brauchen wir die Wetterstation. Dann gibt es hier Immunität und wie wir sehen, hier gibt es mehr als genug zu tun. Hier unten dann die elektrische Wasserpumpe. Aber ich hätte halt erstmal gern den Brunnen. Und wenn ich das richtig verstehe, braucht der Brunnen, und da bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob der Strom braucht. Ich denke, die Elektrizität verkürzt die Wasserzeit, aber wir brauchen es nicht direkt. Da sollten wir auch nach der Dürre auch einen Brunnen bauen, damit wir unsere Wasserversorgung stabilisieren. Beziehungsweise, das können wir sogar schon während der Dürre bauen. Das können wir sogar schon während der Dürre bauen. Ja. Effizienz, das ist mir zu weit weg. Wir drehen den um. Hat der einen negativen Einfluss? Nein. Dann setzen wir den Brunnen da hinten hin. Und das können die Leute während der Dürreperiode jetzt noch mit aufbauen. Wir haben ja genug. So, dann brauchen wir hier Plastik. Das wird hier produziert. Wunderbar. Zweihundert Wasser. Und jetzt wird es langsam eng, ihr Lieben. Und wie wir sehen, das Wasser kommt hoffentlich jetzt wieder. Da müssen wir wieder umbauen. Wir kriegen jetzt auch wieder langsam die Werkzeuge. Und jawohl, der Brunnenwart ist fertig. Sehr schön. Das heißt, bitte eine Arbeitskraft in den Brunnenwart. Und 350 Lager. Wunderbar. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Und wenn das Wasser wieder da ist, dann holen wir uns. Jetzt fängt es an zu regnen. Ach, ist das nicht schön? Und guckt euch das an. Das Wasser ist wieder da, ihr Lieben. Und wir müssen wieder einmal pausieren. Und dann werden wir in die
Personalplanung reingehen und auf jeden Fall die Anzahl der Baumeister erstmal auf einen reduzieren. Beziehungsweise wir haben ja noch nicht mal mehr Straßen. Wir können den Straßen bauen lassen. Zum Beispiel hier können wir eine Straße weiterbauen, dass die Leute hier schneller hinkommen. Dann erstmal bitte alles in die Wasserträger. Bewässerung und Brunnenwart haben wir. Dann werden wir von den Forschern welche wegnehmen. Wasserträger sind erstmal Priorität. Förster können wir einen rausnehmen. Dann haben wir wieder einen Siedler übrig, der am Tragen ist. Die brauchen noch ein bisschen. Da sollten wir hinterher auch wieder 4 Leute uns für zur Verfügung stellen. Sondierer, Schneider passen. Wir gucken mal, wie es bei den Schneidern aussieht. Kohle haben wir mehr als genug. Ich würde sagen, wir lassen mal einen Köhler weiterarbeiten. Dass wir uns hier nicht zu viel Holz wegholen. Und den... Ja, dann haben wir 2 Sammler übrig. Die packen wir erstmal alle in die Forschung. Und sobald die Sammlerhütte hier wieder Sachen findet, können wir hier auch weiterhin können wir hier weitermachen mit Sammeln. Sehr, sehr gut. Okay, so machen wir das. Und Nahrung sieht nach wie vor gut aus. Ja, passt. Wasser ist jetzt langsam ein bisschen knapp. Die Pumpe produziert. Produktionseffizienz 100%. Mit Strom geht es ein bisschen besser. Strom ist für mich jetzt erstmal Priorität. Was die Forschung angeht. Und ich sehe leider nirgendwo so richtig, wie viel die Pumpe wirklich produziert an Wasser pro Saison. Vielleicht finden wir es ja hier. Zisterne, Wassersilo, Seen, Holzsteg, Brunnen, Regenspeicher, Wasserpumpen. Ne, Brunnen. Ja, beschäftigen Brunnenmeister. Brunnenmeister pumpen Grundwasser in ein Auffangbecken, welches von Wasserträgern aufgenommen und zu Wassertürmen und Zisternen gebracht werden kann. Ja, okay. Also hier steht auch nicht, wie viel sie pro Saison produzieren. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall haben wir da dann schon mal ein stabiles Einkommen. So, wie sieht's aus mit Häusern? Ja. Könnten wir auch bald nachlegen. Eingelagerte Nahrung ist voll. Wie sieht es denn hier aus? Nicht, dass wir jetzt zu viel Platz für Nahrung verschwenden. Das heißt für verschwenden. Nee, hier ist genug Platz. Hier ist genug Platz für Nahrung. Das ist kein Problem. Wie sieht es hier hinten aus? 41% für unsere Ressourcen im Moment. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Sehr schön. So, Schrottwerkzeuge wird also auch langsam mehr. 4 Stück passt auch. Hier fehlt noch einmal Plastik und ich würde sagen, wir sollten dann wieder umschwenken. Wir machen hier Plastik und Stoff. Wir werden erstmal Plastik weiter produzieren. Ich denke, das ist wichtig, dass wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Plastik weitermachen. So, jetzt ist hier oben unsere Auffanganlage im Bau und da bin ich mal gespannt, wenn es regnet, wie viel wir da wirklich bekommen. Und ich würde sagen, es passt im Moment alles. Dann machen wir mal schneller. Wir müssen nur ein bisschen darauf achten, auf Holz und Schrott. Da müssen wir gucken, dass wir dabei bleiben. Denn so viel Schrott... Wir müssen halt... Das Problem ist halt auch, wenn ihr mehr Schrott braucht in Zukunft, dann müssen wir uns natürlich immer weiter davon entfernen. Und das heißt, die Produktionszeit wird immer, immer länger. Und wir brauchen dann immer mehr Schrottsammler, um die gleiche Menge Schrott zu produzieren, weil die Leute natürlich weiter gehen müssen, was dafür sorgt, dass wir natürlich auch immer mehr Leute brauchen. Also schon ziemlich cool gemacht, auch die Abstimmung im Spiel. Muss man wirklich sagen.
Und, ach guck, er ist fertig, der Regenspeicher. 1000 gehen hier rein. Schön. Sehr gut. Wir gucken mal in die Leute rein. 2 Siedler haben wir jetzt übrig. Und die Sammler. Ja, die sind mittlerweile auch fertig. Da würde ich aber... Nee, da gibt es tatsächlich noch nichts. Keine Beeren oder Pilze. Dann können wir da nochmal warten. Ich denke, in der nächsten Saison ist alles nachgewachsen. Wunderbar. Dann werden wir hier direkt mal die nächsten Häuser in Auftrag geben. Beziehungsweise, wie lange dauert denn dieses Gebäude produziert kontaminierte Ressource? Oh, eieieiei. Dann müssten wir das eigentlich... Ah, das ist nicht gut. Dann machen wir das mal aus. Kontaminierter Regen ist nicht gut. Wir sehen es hier. Im Mittel kontaminierter Regen, den können wir nicht gebrauchen. Dann machen wir das Ding aus. Das brauchen wir nicht. Wie viel produziert der hier? Na, da ist jetzt nichts drin. Aber wir haben auch schon wieder 2000 auf Wasser, auf Lager. Okay. Alles klar, dann bauen wir jetzt noch ein paar Häuser. Beziehungsweise können wir auch gucken, dass wir erstmal in die Forschung reinschauen und... Wir sind erst ein Viertel fertig damit, mit so einem Forschungspunkt. Dann Elektronik, wir sollten vielleicht gucken, dass wir tatsächlich sogar... Wo haben wir denn die besseren stabile Hütte? Ah, da brauchen wir... Da sind wir schon in einem anderen Bereich. Da brauchen wir schon... Ein Forschungsstufe 1, da brauchen wir Utensilien für. Das heißt, nächste Aufgabe. Gute Nacht, Little King. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Nächste Aufgabe oder das nächste Gebäude, was wir bauen, ist auf jeden Fall ein Expeditionszentrum. Da brauchen wir wieder Metall für. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Und wir gucken grundsätzlich mal bei der Gemeinschaft und Logistik, was es noch gibt. Es gibt hier den Markt und dort werden Logistiker alle Ressourcen im Umkreis sammeln, um diese Siedlern zur Verfügung zu stellen. Das wird ihre Zuversicht erhöhen. Ich würde aber tatsächlich, bevor wir das machen, tatsächlich hier in Richtung einer Kneipe gehen und denen echt eine Kneipe hinbauen. Ich glaube, das könnten unsere Leute eher gebrauchen, ganz ehrlich. Und natürlich auch eine Schule. Schule könnten wir auch machen. Ich denke, wir sind langsam... Oh, da ist einer gestorben. Es sinkt langsam. Minus 43 sterben ist natürlich... Eieieiei. Liegt der da echt auf dem... Oh Gott. Der liegt da echt tot rum. Oh. Ich hoffe, das hat nichts mit uns zu tun, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts mit uns zu tun hat. Essen haben wir genug, Wasser haben wir genug. Wir sollten also wirklich jetzt in Richtung eines Friedhofs investieren. Wir haben dafür genug Ressourcen. Beruf des Totengräbers. Och Gottchen. Ja, der sorgt natürlich... klarer Fall von Selbstmord. Ja, wahrscheinlich eher Altersschwäche. Tja, setzt man das Ding hin. Direkt neben die Forschungsstation. Also richtig Bock haben die dann bestimmt auch nicht mehr zu forschen. Wir machen das mal da. Wir machen das mal da hinten hin. Ein bisschen weiter weg. Und bauen dann auch direkt einen Schotterweg hier hin. Dann haben die Leute auf jeden Fall auch direkt ein bisschen was zu tun. Dann können sie sich nicht beschweren, dass sie nichts zu tun haben. So, da bauen wir auch nochmal einen Schotterweg runter. Beziehungsweise wir setzen den da hoch. So, alles klar. Weiter geht's. Und jetzt kommen wir wieder genau in die Situation. Wir haben nicht genügend Häuser. Und dann bauen wir jetzt auch mal ein paar Unterkünfte. Hütten. So, Nummer 1. Und Nummer 2.
Und dann kommt da Nummer 3 hin. Wunderbar. Sehr schön. Es läuft, ihr Lieben. Es läuft. Und der Regensammler kann jetzt Regen sammeln. Bitte aktivieren. Und er würde jetzt unkontaminierten Regen sammeln. Das ist sehr gut. Dann haben wir da auf jeden Fall jetzt volle Speicher. Bei ihm sieht es gut aus. Er ist voll. Er sammelt. Der Regensammler sammelt jetzt auch. Die sind fast voll. Ich würde sagen, Wasser läuft. Und hier müssen wir jetzt Arbeitskräfte... Oh, jetzt haben sie Beeren. Das ist gut. Und jetzt können wir hier 4 Leute... Ich würde... Ah, wir lassen erstmal 2. Lassen erstmal 2 Leute da drinnen. Wir haben ja noch genügend. Einen weiteren Baumeister. Und einen Totengräber. Oh ja. Aber wir müssen natürlich erstmal hier unseren Friedhof fertig kriegen. Wir brauchen nur Holz und Schrott. 30 und 50. Ah, da haben wir mehr als genug. Ein Förster ist hier munter am Arbeiten. Schrottsammler. Wie sieht es eigentlich aus mit Strahlenschutz? Ah, wir müssten halt langsam mal wieder umschwenken auf Tücher. Wir müssten echt langsam wieder Tücher produzieren. Wir sollten wieder eine Charge Tücher bauen. Da sind wir nämlich wieder runter auf 5. Das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder eine Charge Tücher bauen. Da können wir eigentlich auch den Köhler hier rausnehmen. Wir haben jetzt 30 Kohle auf Lager. Das sollte auch erstmal reichen. Und dann schauen wir mal, dass wir ihn tatsächlich in die Forschung stecken. Dass die Forschung da ein bisschen schneller geht. Ja. Logistiker, das sieht alles ganz gut aus im Moment, würde ich sagen. Wir haben, ich würde fast sagen, die kritische Phase haben wir überstanden. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir gut überleben können. Wir haben jetzt hier stabile Werkzeuge, Strahlenschutz läuft, Stoff liefert stabil, Metall noch nicht. Da könnten wir auch eine Metallproduktion mal bauen, einen weiteren Recycler. Das können wir auch in Auftrag geben. Dass wir auch ein stabiles Metall-Income haben. Das bauen wir auch mal direkt mit auf. Ja. Wie sieht es hier mit dem Wasser aus? Hier drinnen? Ja, gerade regnet es nicht, aber er hat durch den Regen immerhin 219 gesammelt. Das sieht gut aus. Er sammelt hier auch munter Wasser. Wir können bei ihm hier tatsächlich sagen, dass er bitte sein Arbeitsfeld auf die Bereiche hier beschränkt. Dass er hier sein Wasser tatsächlich lediglich aus dem Brunnen holt und aus der Zisterne. Das hat natürlich den Vorteil, dass das schneller geht. Und er hier, ihm können wir das nicht sagen, okay. Aber wir können bei ihm sagen, Wasserbezug bitte nicht aus dem Regenspeicher. Wassersilo, Zisterne und nicht aus dem Brunnen. Das heißt, er holt sein Wasser hier aus den Zisternen und er hier holt sein Wasser ausschließlich, das machen wir hier auch aus, Arbeitsfeld ändern. Die Frage ist, ist Arbeitsfeld den Bereich, den er versorgt oder den Bereich, wo er sich das Wasser holt? Wir ziehen das nochmal ein bisschen runter in dem Bereich. Und dann sagen wir ihr, er soll sich nur an Brunnen und Regenspeichern bedienen hier oben und er bedient sich nur hier unten. Dann sollten wir auf jeden Fall jetzt eine stabile Wasserversorgung aufgebaut haben. Wie sieht es hier mit dem Friedhof aus? Das Ding hat bitte Priorität. Den müssen wir auf jeden Fall bauen. Dann können wir wieder ein bisschen schneller machen. Und Häuser werden benötigt. Eieieiei. Sind Siedler obdachlos. Das ist nicht schön. Schrott und Holz gibt es hier auch noch genug. Ja, das sieht auch alles ganz gut aus. Und ich hoffe ja darauf, dass wir heute noch unseren ersten Wissenspunkt... Oh, es sterben Leute. Ja, die Leute werden langsam alt. Das ist tatsächlich so. Und hier hinten sehe ich schon wieder eine Dürre kommen. Aber ich würde sagen, wir sind gut auf eine Dürre vorbereitet. So, wie sieht es hier aus? Holz wird geliefert.
Wir können tatsächlich mal auf 3 und 3 gehen. Ansonsten sieht es ganz gut aus, würde ich sagen. Was hat er für ein Problem? Benötigt Stoff. Haben wir keinen Stoff mehr? Nur noch ein. Eine lange Dürre folgt ihm. Ja. Es können natürlich auch mehrere Dürreperioden sein. Siedler ohne Schutzkleidung. Ah, jetzt haben wir gar nichts mehr. Oh, das ist natürlich kritisch. Dann schwenken wir hier mal komplett auf Stoff um. Plastik haben wir jetzt auf Lager. Wir sollten echt hier auf Stoff gehen. Das haben wir jetzt natürlich echt... Das habe ich verpennt. Jetzt haben wir gerade überhaupt keine Sachen mehr. Ja, naja, also Periode, ja, ist mir schon klar, Dr. Tod. Also, okay, es sind Saisons hier. Es können aber natürlich auch mal zwei Saisons kommen. Ich hoffe nicht, aber mal schauen. So, wann ist denn jetzt endlich hier unser Friedhofswärter fertig? Das sollte echt schon mal fertig werden. Den hätte ich schon gerne. So, jetzt haben wir wieder ein paar Strahlenschutzmasken. Ich würde sagen, wir verbieten erstmal in unserem Bau die Aktivkohlemasken und werden ihm erstmal sagen, er soll bitte ausschließlich Halstücher bauen und dann lagern wir erstmal Halstücher ein. Dann haben wir da erstmal genug von. Das sollte passen. Und wir müssen uns halt auch da überlegen, ob wir da in Zukunft mal auf eine zweite umschwenken. Und wie ich sehe, wird unsere Nahrung langsam doch ein bisschen wenig. Und das Wasser wird sehr viel. Dann ziehen wir da mal zwei ab. Und in den Sammler, da packen wir zwei rein. Also Wasser läuft momentan. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dass wir auf jeden Fall das Thema Nahrung nicht aus den Augen verlieren. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir uns hier vorne noch ein kleines Feld anlegen. Auch wenn es nicht allzu groß ist. Oh, jetzt haben wir wieder kontaminiertes Wasser. Schwach kontaminiert. Da ist gerade nichts drin, dann deaktivieren wir das wieder. Das wollen wir natürlich nicht haben. Aber wir sollten allgemein hier in die Mitte, aber das machen wir in der nächsten Folge, eine weitere Bewässerungsanlage setzen und dann hier weitere Felder platzieren. Solange versuchen wir uns noch mit einer Sammlerhütte über Wasser zu halten. Im schlimmsten Fall müssen wir da einfach eine zweite von bauen. So, es ist unser Totengräber fertig und ihm sagen wir bitte, dass er die Leute jetzt hier, ja, ach guck mal, da liegen, hier seht ihr schon die Pfeile, da liegen die Leute rum und warten darauf, dass der Totengräber kommt und sie begräbt. Jetzt bin ich mal gespannt beim Totengräber. Rebecca. Oh, die arme Sau muss das machen. Oh Gott. Das ist die gute Rebecca. Unsere Totengräberin. Oh je. Jetzt wurde unser erster Siedler wurde begraben, ihr Lieben. Sehr traurig, aber gut. So spielt das Leben. Jeder muss irgendwann einmal sterben. Auch in diesem Spiel. So, Wasser läuft gut und ich würde sagen, wir haben echt ein Problem mit Nahrung tatsächlich. Das sinkt ständig und stark ab. Wir müssen da was gegen machen, das geht nicht. Wir bauen einmal bitte... Wo haben wir es? Bei Wasser. Eine Bewässerungsanlage hier in die Mitte rein. Ein Schotterweg dahin. Und hier fehlen uns jetzt wieder Plastikflaschen. Ah, das ist ärgerlich. Wir sind gerade wieder auf Stoff gegangen. Wir müssen wieder auf Plastik umschwenken. Wir müssen zusehen, dass wir die fertig kriegen. Denn wir brauchen mehr Essen. Wir werden hier schon mal ein Feld anlegen. Einmal hier hin. Und
einmal dahin. Dann brauchen wir auf jeden Fall zwei Bauern mehr. Und das Feld kriegt bitte einmal Kürbis und einmal Schwarzwurzeln. So. Wunderbar. War das Thema auch. Und dann können wir hier hinten irgendwann tatsächlich noch einen Apfelbaum setzen, wenn der hier fertig ist. Jetzt ist er auch fertig, das ist gut. Dann können wir bei ihm jetzt bitte einen weiteren Sondierer reinsetzen. Bereits auf Maximum. Nö. Eigentlich ist er nicht auf Maximum. Okay. Das verstehe ich gerade nicht. Normalerweise sollten wir jetzt hier nicht das Maximum haben. Na gut. Warum auch immer er jetzt mir nicht erlaubt, hier Arbeitskräfte... Ach so, weil wir keine haben. Ach Gott. Ja, das war natürlich... Okay. So, jetzt haben wir es aber. Und jetzt können wir tatsächlich einen Baumeister hier nochmal rausschieben. Dann passt das auch wieder. Und wir haben mehr als genug Schrott. Ich würde tatsächlich sagen, wir ziehen hier nochmal einen Schrottsammler raus. Oder sogar zwei. Davon haben wir echt genug. Das sollte so auch ausreichen. Und die beiden schicken wir mal aufs Feld, dass die hier bei den Bauern, beim Bauern helfen. Und er produziert jetzt Plastik, Stoff. Und ich würde sagen, bei ihm setzen wir auch erstmal weiter auf Stoff, dass wir... Ja, wir machen als erstes Plastik. Dass wir hier die Plastikflaschen hinkriegen. Wir sollten auf jeden Fall, bevor die Dürre anfängt, mit ihm hier fertig sein. Das ist wichtig. Okay. Wie sieht es hier aus? Ressourcen, die nicht gesammelt werden können. Wasser. Ja, wir können jetzt... immer noch nicht... das ist immer noch kontaminiert. Wir könnten noch einen weiteren Brunnen bauen. Hier vorne hin vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn wir ihn da hinsetzen, hätten wir eine... Wir drehen das nochmal. Da hätten wir eine Effizienz von 100%. Dann bauen wir da noch einen Brunnen hin. Und eine Straße bitte nach dort. Sehr gut. Okay. Ja, ich hoffe, das reicht erstmal. Und jetzt haben wir immer noch keinen Strahlenschutz. Aber unsere Leute arbeiten dran. Und gleich sind wieder vier fertig. Wunderbar. Der Köhler hat auch nichts zu tun aktuell. Wasser ist auch alles voll. Sehr schön. Tja, ich würde sagen, für die Folge reicht's. Bei YouTube mache ich jetzt einen Cut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.